So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Salda the Minish Cap. Und ja, in der letzten Folge haben wir den Hund gefüttert, haben unsere gute Tat vollbracht. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zum Wassertempel und holen uns das dritte Element ist es, genau. So, da wir uns die Schwimmflossen ja schon geholt haben. Ah, das ist gut. Ich kann hier quasi auf jede Plattform drauf, außer auf die hier. Na, natürlich, da braucht man Aufgang dafür. Das heißt, das kriegen wir alles erst später. Erstmal ein bisschen aufräumen hier. Ich würde mich gerne ein bisschen umsehen, weil ich glaube, dass wir hier noch irgendwo ein Herzteil kriegen, wenn ich das nicht schon... Was ist los mit dir? Okay, das habe ich schon geholt. Alles klar, was ist hier? Hier, glaube ich, ging es zum Haus der Hex. War ich da schon drin? Ne, ich glaube, ich war hier noch nicht drin. Ah, doch, ich war hier schon. Das, glaube ich, konnte ich aber erst später machen. Oder habe ich schon gemacht? Ich weiß es nicht mehr. So. Was ist denn hier sonst noch? Ah, hier oben, glaube ich. Ja, genau. Da haben wir ja freigemacht. Hier können wir jetzt durch. Okay, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg zum Wassertempel. Der ist ja zum Glück nicht allzu weit entfernt hier. Ist ja gleich, ist ja gleich hier unten, genau. Okay, wie komme ich jetzt da? Ich glaube, ich weiß es. Okay, da kommen wir nicht durch, alles klar. Wir schwimmen mal ein bisschen schneller. Das Aufräumen hat viel gebracht hier. So. Geht das so jetzt? Oh, hätte ich gar nicht... Oh. Hätte ich gar nicht gemusst, okay. Jetzt will ich aber doch Interesse halber wissen. Komme ich... Nein, ich komme hier nicht durch. Komme ich... Ah, aber wir können was anderes machen. Wir sind gerade klein. Darum machen wir das schnell. Und schauen, was... Aha, der hat viele Glücksfragmente. Der will bestimmt... Ja. Na komm. Warum... Ah, jetzt geht's. Okay. Da klemmt wohl die Controller-Taste ein bisschen. Ah, sowas haben wir doch. Schauen wir mal, was passiert. Ja, wir wissen, dass was Wunderbares passiert. Es ist nur die Frage, was passieren wird. Ja, die Bohne. Geil. Aber da kommt man... Ah, doch, wir haben die Handschuhe ja auch schon. Alles klar. Aber ich weiß nicht, wo das... Doch, ich weiß, wo das ist. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Noch nicht. Okay. Vielen Dank, mein Kleiner. Hat sich schon gelohnt. Schauen wir mal, ist da? Kommen wir da? Da ist noch was. Das nehmen wir doch auch noch gleich mit. Ich komme hier nicht an Land, okay. Ich komme nur hier an Land, okay, alles klar. Ich kenne diese Löcher. Nein. Nicht dein Ernst, oder? Nein! Was ist denn jetzt los? Geht ja gut an heute. Klasse. Jetzt glaube ich es dann. So, jetzt aber. Okay, da komme ich so nicht hin. Ja, danke. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Hey, komm her. So. Den haben wir erledigt. Ja, genau. Ich glaube, wenn wir alle Lampen hier drin anzünden, dann gibt es noch was. Aber ich habe noch nichts zum Anzünden. Das kriegen wir auch erst später. Aber das Glücksfragment war es mir wert. Aber ich muss mich daran erinnern, dass wir hier später nochmal zurück müssen. Weiß ich nicht, ob mir das gelingt.
Ich glaube nämlich, es gibt noch irgendwas, wenn man alle Fackeln anzündet. Ich weiß es aber nicht. Da komme ich noch nicht hin. So. Ah, ich glaube, es gibt aber noch irgendwo so einen Durchgang. Ja, den machen wir doch auch noch schnell. Wenn wir schon hier sind. Da. Oh, nee. Ich frage mich, was es hier gibt. So. Das ging besser als vorher mit dem Wasser. So. Das hätten wir auch erledigt. Und ein Glücksfragment. So. Die nerven mich nicht mehr. Ups. Das. Ja. Na, komm, ganz vorsichtig. Wir haben es so gut hier durchgeschafft. Na, danke. Und jetzt komme ich nicht mehr zurück, oder? Jetzt stecke ich für ewig hier drin fest. Oh, ich könnte die eigentlich auch mal mit Pfeilen abschießen, gell? Will ich aber eigentlich nicht. Hm. Wofür habe ich denn ein Schwert? So. Da sind wir durch. Nein. Jetzt sind wir wieder draußen, Gott sei Dank. Ah, da komme ich nicht durch, okay. Naja. Okay, dann gehen wir jetzt in den Tempel, was soll's. Komm. Nicht mehr Zeit hier rum verscheißen, wie sein muss. Wir werden erstmal wieder groß. Jetzt dachte ich schon, ich komme da nicht mehr an Land. So. Komm, schwimm schneller. Wir betreten den Tempel. Das kann ich leider nicht überspringen, das muss ich mir anschauen, weil es ja eben der Tempel ist. Tempel des Tropfens. Huh. Brrr, klapper, klapper. Eine Eiseskälte ist das. Wenn wir das Element nicht schnell finden, werden wir auch zu Eis. Beeil dich, Link. Okay, wir beeilen uns. Oh Gott, ja klar, Eistempel. Halt, 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 der Boden ist aus Eis. Pass auf, dass du nicht hinfällst. Und auf mich fällst, Link. Oh, ich glaube, dass das auf dich fallen das kleinste deiner Probleme ist, wenn wir hier... Okay, alles klar, hier ist sonst nichts mehr. Klunk. Okay, wir... Oh, nicht überall ist Eisboden, sehr schön. Ich glaube, hier kriegen wir das, was wir brauchen, um Lichter anzuzünden. So. Ach was, komm. Okay. Das haben wir geschafft. Gut, den Rubin lassen wir mal. Eh zu spät jetzt. Okay. Komm, mach auf. Und wir haben Licht. Alles klar, das ist einfach. Oh, das ist der Tageslicht. Wie schön, warum das Licht... Was? Wie schön warm ist... wie schön warm das Licht ist. Das geht... Da geht es gleich viel besser. Oh Gott. Das war das schlechteste Vorlesen aller Zeiten, glaube ich. Aber soll mich nicht stören. So. Oh, ja, ja. Oh, sieh mal genau hin. Da ist doch etwas im Eis eingeschlossen. Hey, Link, sieh doch. Ja.
Wir haben den Schlüssel bereits gefunden, wir müssen ihn nur auftauen. Und das ist das einfache Rätsel. Kleinen Schlüssel erhalten. Er öffnet verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. Das wissen wir, ja? Ist ja nicht der erste, den wir finden. So. Damit können wir jetzt diese Tür hier drüben öffnen. Hey. Alles klar. Na komm. So. Diesmal nehme ich mit und wir springen auf direkten Weg nach unten. So. Das ist schon der große Schlüssel. Alles klar. Einfacher Tempel. Ah, nee. Okay. Ich weiß Bescheid. Ich kann mich erinnern. So. Nur wie ging das jetzt? Okay. Ich fange mal mit dem Offensichtlichen an. Und schieb mal alle drei gegen die Steine. So. Alles klar. Wenn ich jetzt den da nehme, der landet dann hier. Dahin. Okay, weißt du was? Wir versuchen es einfach mal. So, zack. Zack. Genau. Wenn ich jetzt den da darunter schieb. Oh, nein. Oh ne, das war ein Fehler. Das geht ja gar nicht. Oh Gott. Okay. Schon verkackt. Alles klar. Wir müssen das Level rebooten. So. Alles klar. Das ist ein bisschen kniffliger. Und ich habe jedes Mal bei diesem Spiel Probleme gehabt, wenn ich dieses Rätsel gespielt habe. Okay. Wir fangen nochmal so an. Komm, zack. Diesmal fange ich mit dem hier an. Ne. Das war schon wieder ein Fehler, glaube ich. Okay, nochmal. Okay, ich habe eine Idee. Ob die so umsetzbar ist, weiß ich aber noch nicht. Werden wir aber gleich rausfinden. Zack. Nein. Schieb den blöden Schlüssel. Zack. Zack. Okay. Okay. So. So. Dann so. Jawohl. Jawohl, so haben wir's. Okay, alles klar.
Da haben wir einen großen Schlüssel. Großer Schlüssel erhalten. Er öffnet große Schlösser. Alles klar. Was ist denn jetzt los? Jetzt treffe ich den komischen Hebel hier nicht. So. Sonst kommen wir nämlich nicht mehr zurück, wenn wir das Licht hier nicht schließen. So. Ja, ja. Danke. Ja, dann öffnen wir doch gleich mal die große Tür. Bin gespannt, was für Rätsel uns hier noch erwarten. Das zweite hier, das war schon etwas kniffliger jetzt. So, und wir betreten die Tür. Alles klar. Hier kann ich nicht heilen, das ist wunderprächtig. Okay, jetzt fehlt uns nur noch ein halbes Herz. Okay, wir müssen die zwei Schalter hier... Ja, sowas. Link, wir haben das Element gefunden. Aber leider ist es von dickem Eis umschlossen. So kommen wir nicht ran. Vielleicht kann man das Eis irgendwie schmelzen. Ja, das kann man tatsächlich, mein Freund. Ja. Okay. Ich glaube, hier kommen wir noch nicht rein. Dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. So, was ist da unten? Oh. Okay. Eine Karte erhalten. Betrachte die Karte. Blaue Räume hast du bereits betreten. Ein Raum, der blinkt, zeigt an, dass du dich gerade in ihm befindest. Wähle ein Stockwerk aus und sieh nach. Alles klar, brauchen wir nicht. Ich brauche doch keine Karte hier. So, da sind wir schon mal durch. Oh, hallo, Schnecke. Hallo, Schnecke, Schnecke. Schneckscher, ja. So. Da brauchen wir einen Schlüssel, okay. Da geht's noch nicht weiter. So, dann holen wir uns erstmal wieder einen Schlüssel. Ja, lass mich hier nicht mal aus dem Wasser raus, verstehst du? Alles klar. Na komm her, du Pilz, du. Und... Juhu! Platsch. So, was steht hier? Der Wegweiser ist auf dem Boden des Kruges verborgen. Was? Alles klar, okay. Ein Krug. Auf dem Boden des Kruges. Okay. Das hier sieht doch aus wie ein Krug, oder? Hm. Kleiner Schlüssel erhalten. Er öffnet verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. Wunderbar. Und, hey, wir sind Jesus. Wir stehen auf dem Wasser. Blub. So, was haben wir hier noch? Nichts, hier komme ich nicht raus. Okay. Ich glaube, hier muss ich später mit dem Blatt nochmal lang, das ich gefunden habe. Vielen Dank. Oh. Hier gibt es Rubine unter Wasser. Das wusste ich auch noch nicht, schau. Naja, egal. Wir klettern hier jetzt erstmal nach oben. Und... danke. Dass du so bereitwillig Platz machst. Und wir gehen mal hier durch. Da. Dann machen wir die ganze Reise jetzt nochmal mit dem Blatt.